Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zur Rezension von Der Dämon von Nauriel. Der Berg der Elemente, dies ist der erste Band der High-Fantasy-Reihe von Janine Prediger und hat 270 Seiten und ist aus dem Books on Demand Verlag. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Demand Verlag, genau. Ich blende es euch auf jeden Fall nochmal ein oder verlinke es auf jeden Fall unten. Ich habe das Ganze in Form eines E-Books gelesen und zu den Preisen sage ich euch natürlich jetzt auch noch was. Das E-Book kostet 2,99 €, das Taschenbuch 12,95 €. Genau, wie gesagt, diese ganze Reihe ist eine vierteilige Reihe. Und der vierte Teil ist noch nicht erschienen, aber der dürfte demnächst, wenn ich mich jetzt nicht täusche, rauskommen. Das Ganze habe ich eben in einer Leserunde gelesen auf Lovely Books und ja, ich war tierisch begeistert über dieses Buch. In Der Dämon von Nauriel geht es um das junge Mädchen Panu, die von sogenannten Amphimen entführt wird. Amphimen sind halb Hai, halb Menschwesen. Die suchen regelmäßig diese Dörfer heim, um Kinder für einen grausamen Plan ihres Anführers mitzunehmen. Von nun an beginnt für Pan oder Panu eben eine grausame Ausbildung, die ihr alles abverlangen wird und alles andere als eine schöne Kindheit darstellt. Allerdings in ihrer Trostlosigkeit gibt es einen Lichtblick, denn es besteht ein Plan, den es zusammen mit einem Verbündeten gestrickt hat. Ja, für Pan beginnt ein gefährliches Abenteuer voller Gefahren und man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke lauern wird. Jede Menge Wesen, dämonische Früchte und auch sie selbst stehen sich im Weg. Ja, es wird grausam, brutal, blutig und wirklich richtig abenteuerlich. Was noch alles hinter dem Ganzen steckt, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Mir hat das Ganze richtig, richtig gut gefallen. Wir treffen hier auf eine neue Art von Wesen, die ich persönlich in High-Fantasy-Geschichten jetzt noch nicht so gelesen habe. Diese sogenannten Amphimen, diese Halb-Menschen, Halb-Hai-Wesen sind mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Und ich finde, sie muss ich ehrlich sagen, extrem gruselig. Wenn ich mir vorstelle, läuft jetzt so ein Kerl rum, der so ein bisschen aufgeplustert mit Menschengestalt und dann einen Kopf als Hai hat und nee, danke. Ist schon etwas seltsam. Ja, die ganze Welt hier ist richtig schön aufgebaut. Sie ist schön bildlich und gut ausgearbeitet, detailreich. Und man erfährt hier auch sehr viel Hintergrundwissen. Also der Leser wird hier nicht einfach so in eine Geschichte reingeschmissen und hat von null Ahnung oder muss ich dasselbe oder das Ganze selbst zusammenspinnen. Denn man erfährt ja auch, was der Autor sich ein bisschen dahinter gedacht hatte. Und also in dem Sinne, dass manche Fragen eben aufgeklärt wird. Und wir haben hier sozusagen spannende Elemente und dann auch wieder ruhige Elemente in den verschiedenen Abschnitten dieses Buches. So dass man halt auch eben etwas durchatmen kann. Das gefällt mir halt auch sehr, sehr gut. Und in diesen Durchatmen-Momenten erfährt man halt sehr viel Geschichte um Nauriel, um wie das Ganze zustande gekommen ist und ja, was das Ziel eben ist. Genaueres kann ich euch jetzt schlecht sagen, weil sonst würde ich euch spoilern und der ganze Spaß, diese Welt und diese Geschichte um Panu zu entdecken, wäre dann flöten sozusagen. Ja, diese komplette Welt ist richtig schön vor mir aufgetaucht und ich konnte sie richtig toll mit Pan eben durchleben. Pan selbst als Protagonistin ist eine abgehärtete, starke Protagonistin, deren Ziel es ist, niemals aufzugeben. Also sie steckt einiges in dieser Story ein und ich sag wirklich einiges, wo jeder normale Mensch wahrscheinlich schon total am Boden gelegen ist. Aber durch diese harte Ausbildung ist es nachvollziehbar, dass ein Mensch das noch mitmachen kann. Unter normalen Umständen wären wir als Leser, wenn wir das selber durchleben hätten müssen und nicht aus Pans Sicht, wären wir wahrscheinlich schon am Anfang schon wahrscheinlich draufgegangen. Von allem. Wir waren wahrscheinlich längst am Boden blutend gelegen und nicht mehr aufgestanden. Aber Pan ist eben nicht so. Sie steht immer wieder auf, denn sie sagt sich selbst, niemals aufgeben. Sie hat den Plan und die Aufgabe vor sich und vor ihren Augen und will ihn auch durchziehen, denn sie verlangt nach Antworten auf gewisse Dinge. Dennoch Vorsicht, dieser High Fantasy ist nichts für schwache Nerven. Dann sind teilweise Szenen dabei, wo sogar ich
da gesessen bin und habe nur gemacht, weil boah. es sind gelegentlich Stellen dabei, die wirklich ekelhaft sind. Und ja, allgemein ist diese Handlung schon sehr brutal und auch blutig teilweise. Und also es ist nichts für schwache Nerven, es ist nichts für Leute, die nach Liebe suchen in diesem Buch, denn die existiert dort nicht. Klar gibt's auch Gefühlsmomente, aber die sind eher am Rande gehalten, denn der Hauptaspekt ist eben Pan, diese Reise und diese körperliche Belastung, die sie durchmachen muss. Und die ganze Welt eben von Naruil steht alles im Vordergrund. Wir treffen hier auch auf verschiedene andere Wesen. Wir haben hier dämonische Elemente, wir haben hier aber auch magische Elemente, wir haben hier Menschen und ja, Naturgewalten, sag ich mal. Denn Pan muss Hindernisse überwinden, die natürlichen Ursprung eben haben. Und das ist auch richtig gut rübergebracht worden. Es ist nicht übertrieben dargestellt worden, sondern auch realistisch, wie es halt eben sein kann oder also könnte, genau könnte. Nehmen wir das Wort könnte. Also die Autorin hier hat hier echt detailreich gearbeitet und sich auch Hintergrundwissen, glaube ich, angeeignet und es real gehalten. Und sie hat sich, glaube ich, also vom Gefühl her, vom Lesen her, hat sich die Autorin auch in Pan selbst reinversetzt, wie es ihr wahrscheinlich gehen würde, wenn sie das jetzt machen müsste. Und das hat mir echt wirklich richtig gut gefallen. Also diese High Fantasy war echt klasse. Also der hat mich so mitgerissen und ich habe jedes Mal schon Vorfreude. Also ich war jedes Mal gespannt, was mich hinter der nächsten Seite mit Panu eben erwarten wird und auf welches Hindernis ich mit der Protagonistin stoßen werde. Allerdings muss ich sagen, es ist nicht alles gegen Panu. Wir treffen auch auf Charaktere und Momente, die für Panu sind und ihr wohlgesonnen sind. Und das peppt und das löst alles ein bisschen. Also die ganze Spannung, die hier aufgebaut wird und diese Action, die wir da haben, weil man wird von Anfang an gleich direkt reingeschmissen. In diesen Momenten kommt der Leser eben zur Ruhe und mit diesen Menschen kommt diese Gefühlsmomente eben hoch und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt einen Moment, da musste ich sogar persönlich sehr, sehr schlucken. Denn da passiert was definitiv in dem Sinne nicht beabsichtigt gewesen wäre. Und das fand ich schon sehr traurig eigentlich. Und auch auf was an Gefühlen auf Panu einströmen. Und ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, diese Mischung einfach zwischen Action, blutig, brutal und doch Gefühlsmomente und eine tolle Welt und die ganzen Einflüsse, die hier auf den Leser einprasseln, finde ich einfach gut ausgeglichen und ja, mir haben sie sehr gut gefallen eben. Was ich halt auch, wie gesagt, schön finde, ist, dass der Leser nicht immer komplett im Unklaren gelassen wird, sondern auch eben gesagt, Hintergrundwissen und warum etwas so ist, erfährt. Zwar noch nicht alles im ersten Band, ist ja klar, weil sonst wäre der zweite sinnfrei oder man muss eine neue Geschichte machen, aber diese Teile sind halt also alles im allen ist eigentlich ein Band, nur auf mehr Teile aufgeteilt eben. Und deswegen kann man das eben nicht alles im ersten Band auflösen lassen. Aber ein Großteil, also ich habe jetzt nie krass offene Fragen eben gehabt, nur diese Grundfragen, was eigentlich verständlich ist, dass die eben im ersten Band noch nicht aufgeklärt werden. Was ich auch total toll finde, es gibt ein Nebenband, Märchen aus Naruil. Da erfährt man dann noch mehr über diese Welt und ihre Bewohner. Und ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber ich habe es vor, auf jeden Fall zu lesen, weil ich gerne mehr über diese Welt erfahren möchte. Und deswegen gefällt mir das ganz gut, dass die Autorin da auch noch ein extra Nebenband gemacht hat, damit man in ihre Einblicke eben sieht und was sie sich da so vorgestellt hatte. Die ganze Welt von Naruil ist, wie gesagt, sehr gut ausgearbeitet worden. Es gibt auch eine eigene Internetseite der Autorin. Oh, jetzt geht mir gleich die Luft aus. Über diese tolle Welt. Und auch nochmal die Karte. Wir haben hier eine Karte. Auf dem E-Book-Reader habe ich die leider nur in Schwarz-Weiß gesehen, was ich leider etwas schade war. Aber das liegt an meinem E-Book-Reader und nicht an dem Buch. Auf dieser Naruil-Seite
kann man die Karte in farbig sehen und dann erfährt man dort auch noch über die einzelnen Charaktere etwas, was mir auch gut gefallen hat. Also man konnte sich da noch ein bisschen Einblick verschaffen, wie die Autorin, die das alles eben gesehen hat, als sie das geschrieben hat. Ja, diese Seite verlinke ich euch auf jeden Fall unten. Ja, das Ganze hat von mir auf jeden Fall 5 von 5 Magiepunkten gegeben. Ich war sowas von überzeugt von dieser Story. Mir hat sie so gut gefallen und ich habe es richtig genossen, dieses Buch zu lesen. Denn, wie gesagt, diese ganzen Elemente, die auf den Leser einprasseln, die fand ich einfach genial. Dieses Gefühl und dann wieder Action und brutal und blutig. Ich war teilweise, wie gesagt, da gesessen und wollte den hier machen. Ging aber schlecht, weil ich musste ja lesen und es war ja kein Film. Auch wenn der Film wirklich leibhaftig vor meinen Augen eben beim Lesen wie immer ist, abläuft, aber wow, also die Geschichte hat mich total mitgerissen und ich werde mir im Januar auch den zweiten Band zu Gemüte führen. Im Dezember schaffe ich das leider nicht mehr, aber ich werde es mir auf jeden Fall im Januar vornehmen. Denn nächstes Jahr kommt auch der vierte Band raus, also es sind drei Bände aktuell draußen, inklusive dieses die Märchen von Naruil. Und der vierte Band, ich glaube, der kommt Anfang nächstes Jahres, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich bin mir aber da noch nicht hundertprozentig sicher. Ich werde Erkundigungen auf jeden Fall einholen und werde alles unten verlinken. Ich empfehle diese Story auf jeden Fall jemanden, der etwas brutaler möchte, eine gute High-Fantasy-Story haben möchte, die allerdings schon ein bisschen ins Dunkle reingeht, in Dark Fantasy, weil sie eben so brutal ist und der in einer High Fantasy Story mal kein Liebesgedöns haben möchte und eine gut ausgearbeitete Welt möchte, für den ist diese Story auf jeden Fall was und wer auch eine starke Protagonistin an seiner Seite in dieses Abenteuer bestreiten will, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen lassen. Das ist eine klare Leseempfehlung von mir, denn mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und wenn ihr Interesse dran habt, schaut es euch auf jeden Fall an, denn es ist es auf jeden Fall wert. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, lasst uns doch drüber quatschen, wie ihr es gefunden habt. Das würde mich brennend interessieren. Und wenn ihr Fragen habt oder allgemein ein bisschen drüber quatschen möchtet, dann schreibt mir doch einfach. Quatschen tue ich nämlich immer gerne. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann immer ihr das auch sehen möchtet. Und liebe Lesegrüße, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.